Seit Januar diesen Jahres ist in den deutschen Kinos das US-amerikanisch-britische Filmwerk The Danish Girl zu sehen. Der Film erhielt bereits internationale Auszeichnungen und wurde für zahlreiche Filmpreise nominiert. Unter anderem für den Queer Lion Award, den Golden Globe Award, den Critics' Choice Award und den Oscar. Die Filmproduktion des Regisseurs Tom Hooper, der für seine Leistung zum Regisseur des Jahres gewählt wurde, ist im Vorfeld durch die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, kurz MFG, finanziell gefördert worden. The Danish Girl beschreibt die Geschichte des dänischen Landschaftsmalers Einar Wegner, der sich als einer der ersten Transsexuellen im Jahre 1926 einer Geschlechtsumwandlung unterzieht. Aus dem Mann Einar wird die Frau Lilly, die mit Lippenstift und Stöckelschuhen herumläuft. Die Leiterin des Deutschen Instituts für Jugend und Gesellschaft und Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Doktor der Medizin Christel Ruth von Holt, äußert sich zum Transgender-Thema in einem Interview folgendermaßen. In den Gender-Theorien werden Thesen vertreten, die eine gute Identitätsentwicklung von Jungen und Mädchen erheblich beeinträchtigen und stören. Sie gehen von der Annahme aus, dass Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen das Resultat falscher Erziehung sei und durch neue Formen der Erziehung müssten Kindern sämtliche geschlechtstypischen Unterschiede abgewöhnt werden. Diese Grundannahme widerspricht allen empirischen Studien. Heterosexualität wird als Norm abgelehnt und homosexuelle, bisexuelle, transsexuelle und Transgender-Lebensformen sollen rechtlich als gleich behandelt werden. Wenn dies Kindern so vorgestellt wird, kann sie das tief verunsichern und auf ihrem Weg zu einer reifen Ehefähigkeit entmutigen. Es ist unsere Aufgabe als Erwachsene, wo immer möglich, der nächsten Generation bei der Entwicklung ihrer Ehefähigkeit zu helfen und nicht zu behaupten, sämtliche sexuelle Lebensstile seien gleichgültig. Laut Jugendschutzgesetz § 14 Absatz 1 zur Kennzeichnung von Filmen dürfen Filme, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, nicht für ihre Altersstufe freigegeben werden. Erstaunlicherweise gab die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK, dieses Transgender-Filmwerk für Kinder ab 6 Jahren frei. Die Obere Landesbehörde Deutsche Film- und Medienbewertung, FBW, mit Sitz in Wiesbaden, hat dem Film darüber hinaus sogar das Prädikat, man höre und staune, besonders wertvoll verliehen. Das lässt aufhorchen. Warum wird ausgerechnet dieser stark jugendgefährdende Transgender-Film dermaßen prämiert und von den Medien hochgejubelt? Was bzw. wer steckt dahinter? Die Gender Agenda wurde von der UNO, der Europäischen Union und verschiedenen Nichtregierungsorganisationen zum gesellschaftlichen Leitprinzip erhoben. Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sollen damit weltweit abgeschafft werden. Offensichtlich wird administrativ, also durch Druck von oben nach unten, daran gearbeitet, den Menschen ihre Geschlechtsidentität zu rauben. Staatliche Förderungen, Empfehlungen, Bewertungen und gesellschaftliche Ehrungen werden hierbei dazu missbraucht, um gezielt die heranwachsende Generation nach den Vorstellungen der globalen Machtstrategen in die Gender-Ideologie umzuprägen. In unserer Sendung »Der Rodriguez-Bericht und die globalen Umwälzungen« vom 10. September 2015 hatten wir die Rolle des Gender-Mainstreamings bei der globalen Umgestaltung der Gesellschaft bereits dargelegt. The Danish Girl erweist sich somit als ein Gender-Propaganda-Film, ein trojanisches Pferd im Deckmantel der Toleranz und im Jubel der Organisationen und Medien. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie in Anbetracht der Auswirkungen nicht untätig und sprechen Sie über die verborgenen Zusammenhänge. So helfen Sie mit, die heranwachsenden Generationen zu schützen. Vielen Dank. Seien Sie herzlich gegrüßt zu Klagemauer TV. Ein norwegischer Komiker zerlegt die Genderforschung. Der Komiker Harald Eier hat im Frühjahr 2011 im staatlichen Fernsehen die Sendereihe Gehirnwäsche ausgestrahlt.
Darin wurden Interviews mit bekannten Wissenschaftlern zu den Themen Geschlechterrolle, sexuelle Orientierung, Gewalt, Rasse und Erziehung veröffentlicht. Diese Aussagen hat er den Behauptungen der Gendertheorie gegenübergestellt. Die Öffentlichkeit war schockiert und die Wissenschaft entsetzt. Die Bevölkerung kam zu der Erkenntnis, dass die Behauptungen, nach denen Mann und Frau gleich seien und alle Unterschiede ihre Ursache in gesellschaftlicher Prägung hätten, nicht mit den klassischen Wissenschaften wie Biologie, Anthropologie und so weiter übereinstimmten. Am 31.12.2011 wurde daraufhin das Nordic Gender Institut geschlossen, das über ein jährliches Budget von 56 Millionen Euro verfügte. Wenn dem Volk Stimme und Gegenstimme gegenübergestellt werden, ist es sehr wohl in der Lage, die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Gestern, am 9. September 2015, stimmte das EU-Parlament in Straßburg über den Bericht zur Stärkung der Stellung von Mädchen in der EU durch Bildung ab. Er wird nach seiner Initiantin Liliana Rodriguez, auch kurz Rodriguez-Bericht genannt. Mit einer Mehrheit von 408 Stimmen wurde er angenommen. 236 Abgeordnete lehnten diesen Bericht ab und 40 enthielten sich der Stimme. Der Bericht verlangt Einflussnahme auf und durch die Bildung, um Veränderung in der Gesellschaft zu bewirken. Man sei fest davon überzeugt, ich zitiere, dass Bildung ein erhebliches Transformationspotenzial innewohnt, welches für die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter genutzt werden kann. Mit Gleichstellung ist hier die Durchsetzung von Gender Mainstreaming gemeint. Die zentrale Urideologin des Gender Mainstreams ist die amerikanische Feministin Judith Butler. Ihre Kernaussage zu Gender Mainstream lautet: Männer und Frauen gibt es gar nicht. Das menschliche Geschlecht sei eine rein kulturelle Konstruktion. Das Recht eines jeden Menschen sei, sein Geschlecht frei zu wählen. Und davon gäbe es mehr als nur zwei. Dieser Gender-Ideologie verpflichtet werden in der Politik umwälzende Änderungen vorangetrieben, ohne Befragung des Volkes. Der Rodriguez-Bericht fordert, ich zitiere, dass der Gleichstellung der Geschlechter in all ihren Formen, in den Lehrplänen, den Entwicklungs- und Lernzielen, Inhalten, Schulprogrammen und Unterrichtsplänen angemessene Aufmerksamkeit zukommen muss. Zentrale Forderung in diesem Bericht ist, ich zitiere weiter, die Teilnahme an einer altersgerechten Sexualerziehung im Rahmen ihrer Lehrpläne für alle Schüler der Primar- und Sekundarstufe obligatorisch zu machen. Das bedeutet obligatorische Sexualerziehung ab der ersten Klasse. Nachdrücklich wird verlangt, auch die Aufnahme objektiver Informationen zu LGBTI-Themen in die Lehrpläne zu fördern. LGBTI ist eine Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle und meint damit, dass Themen der sexuellen Orientierung werteneutral in der Schule vermittelt werden müssen. Zudem verlangt dieser Bericht, ich zitiere weiter, dass die Fortschritte, die infolge der Umsetzung gleichstellungspolitischer Maßnahmen in den Bildungseinrichtungen erzielt werden, durch unabhängige Stellen überwacht und bewertet werden müssen. Damit werden nicht nur tiefgreifende Änderungen in den Bildungssystemen der einzelnen EU-Länder vorangetrieben und somit deren Einzelzuständigkeit in Sachen Bildung verletzt. Diese Maßnahmen entmündigen zudem die Eltern, indem sie in den persönlichen Bereich der elterlichen Erziehung eingreifen. Dies kritisierte auch der EU-Abgeordnete Dr. Georg Mayer. Der Bericht über die Stärkung von Mädchen durch Bildung in der Europäischen Union erwägt massive Eingriffe in das innerstaatliche Schulwesen und die Gestaltung von Lehrplänen sowie eine Regulierung der Erziehung in den Elternhäusern. Der Unterricht soll sich um alle Unarten der Sexualität drehen, die bereits im Volksschulalter beginnen soll. Unter dem Deckmantel der Vielfalt scheint es für manche Sexualpädagogen keine Tabus mehr zu geben. Bedeutende Sexualpädagogen fordern nämlich Sexshop-Artikel in der Grundschule,
Lederpeitsche und Fetische im Sexualkundeunterricht, Anal- und Oralverkehr, Spermaschlucken und Gruppensexkonstellationen müssen an Schulen thematisiert werden. Bereits im Oktober 2014 warnten die Frankfurter Allgemeine und das Magazin Focus vor Sexualpädagogen, die abartigste Sexualpraktiken in den Schulunterricht integrieren möchten. In dem Handbuch für Lehrer Anleitung zur Handhabung der Rahmenrichtlinien für Sexualkunde in Hessen schrieb der 2011 verstorbene Professor Dr. Hans-Jochen Gamm: Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler, um die sozialistische Umstrukturierung der Gesellschaft durchzuführen, um den Autoritätsgehorsam einschließlich der Kinderliebe zu den Eltern gründlich zu beseitigen. Und Sigmund Freud warnte: Kinder, die sexuell stimuliert werden, sind nicht mehr erziehungsfähig. Somit entpuppt sich diese geforderte Gender-Sexualerziehung als Instrument, die Kinder gegen ihre Eltern aufzuhetzen. Damit wird eine Destabilisierung und Zerstörung der Familien und somit der gesamten Gesellschaft bewirkt. Wie auch der Dokumentarfilm Instrumentalisierte Kriegsführung zeigte, zielen diese Umwälzungen einzig darauf ab, eine Weltdiktatur zu errichten. Dazu noch ein abschließendes Zitat vom Multimilliardär Niklas Rockefeller: Der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern. Jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurde dadurch die Familie zerstört, und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind unter unserer Kontrolle mit unseren Medien und bekommen unsere Botschaft eingetrichtert, stehen nicht mehr unter dem Einfluss der intakten Familie. Indem wir die Frauen gegen die Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Gemeinschaft der Familie zerstören, haben wir eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die arbeiten, konsumieren, dadurch unsere Sklaven sind und es dann auch noch gut finden. Damit verabschiede ich mich von Ihnen für heute Abend. Die Gleichschaltungsstrategie der Gender Agenda. Die Gender Agenda ist eine Strategie, welche die Unterschiede zwischen Männern und Frauen weltweit abschaffen will, wie zum Beispiel die Rolle der Vollzeitmütter. Auch brauche es die Abschaffung der Rechte der Eltern über ihre Kinder sowie eine 50-50 Männer-Frauen-Quotenregelung. Diese Agenda wird durch ein Zusammenwirken vieler Organisationen und Regierungen von oben nach unten durchgesetzt. Erstens auf der Ebene der Vereinten Nationen, der UNO. Zweitens auf der Ebene von Nichtregierungsorganisationen, NGOs. Drittens auf Regierungsebene, zum Beispiel der EU. Und viertens auf gesellschaftlicher Ebene. So wurde der Begriff Gender Mainstreaming bereits im Jahre 1985 auf der dritten UN-Weltfrauenkonferenz in Nairobi diskutiert und 10 Jahre später auf der vierten UN-Weltfrauenkonferenz in Peking weiterentwickelt. Auf der Ebene der EU wird zielstrebig daran gearbeitet, die Gender-Ideologie als Norm in allen Mitgliedstaaten zu verankern und Widerstand zunehmend zu ahnden. Auf der gesellschaftlichen Ebene wird in nationalen Regierungen Gender Mainstreaming zum Leitprinzip erhoben. Durchgehend, wie ein roter Faden, wird zunehmend sämtliches Schulmaterial auf der Gender-Ideologie aufgebaut. Dale O'Leary drückt die Gleichschaltungsstrategie der Gender-Agenda wie folgt aus: Die Gender-Perspektive kommt nicht als großes Schiff daher, obwohl sie doch in allen politischen und öffentlichen Programmen verankert werden soll, sondern wie ein U-Boot, das keiner genau kennen soll. Versteckt wird also auf allen Ebenen daran gearbeitet, den Menschen ihre Geschlechtsidentität zu rauben, was eine massive Schwächung ihrer Persönlichkeit zur Folge hat. Norwegen galt 2008 als das Land mit der größten Geschlechtergerechtigkeit. Obwohl die norwegische Regierung Anstrengungen unternahm, um zum Beispiel männliche Pflegekräfte oder weibliche Ingenieure zu finden, blieb die Trennung der Geschlechter am Arbeitsplatz verblüffend stabil.
In Norwegen sind 90% aller Krankenpfleger weiblich und 90% aller Ingenieure männlich. Dieses Phänomen wird das norwegische Geschlechtergerechtigkeitsparadox genannt. Der Komiker Harald Ayer geht diesem Phänomen in seinem Dokumentarfilm Gehirnwäsche auf den Grund und lässt Wissenschaftler unterschiedlichster Herkunft darin zu Wort kommen. Vertreter der Gender-Ideologie unter ihnen verneinen biologische Ursachen für die unterschiedliche Interessenentwicklung bei Männern und Frauen. Für sie sind allein die gesellschaftlichen und kulturellen Einflüsse prägend. Die Ergebnisse einer Studie von Professor Simon Baron Cohen vom Cambridge College in Großbritannien sagen dagegen etwas ganz anderes aus. Mädchen und Jungen bilden unterschiedliche Mengen an Hormonen, besonders Testosteron. Dieses Hormon steuert die Art und Weise, wie sich das Gehirn entwickelt, und das wiederum hat einen Einfluss auf das Verhalten der Kinder. So fand Baron Cohen heraus, dass ein hoher Testosteronspiegel dafür verantwortlich ist, dass Kinder langsamer sprechen lernen, weniger Augenkontakt suchen und später Mühe mit Empathie haben, also weniger in der Lage sind, Gedanken und Gefühle anderer Personen zu erkennen und zu verstehen. Dafür aber ein größeres Interesse an Systemen und deren Funktionsweise haben. Aber auch kulturelle Einflüsse spielen eine Rolle. So kommt Camilla Schreiner von der Uni Oslo in ihren Forschungsergebnissen zu dem Schluss, dass sich Mädchen umso weniger für Technik interessieren, je moderner ein Land ist. Dazu hat sie 15-jährige Mädchen aus 23 Ländern zu ihren Interessen befragt. Die Universität von Oslo will wissen, warum nur wenige Mädchen Naturwissenschaften studieren. Camilla Schreiner hat in 20 Ländern geforscht. Sie fand heraus, Mädchen in weniger auf Gleichheit orientierten Ländern sind interessierter an Technik als norwegische Mädchen. Ich dachte, bei Gleichberechtigung haben die Geschlechter auch die gleichen Interessen. In diesem Teil der Studie geht es um 108 Fragen. Keine davon zeigt das Muster, das Sie genannt haben. Keine zeigt, dass die Interessen der Geschlechter desto ähnlicher werden, je moderner ein Land ist. Je moderner ein Land ist, desto weniger interessiert Mädchen Technik. Im Film konfrontiert Harald Ayer den Genderforscher Jürgen Lorentzen mit diesen Forschungsergebnissen. Studien sagen, das männliche und weibliche Gehirn seien verschieden. Was sagen Sie? Ich denke, das ist eine altmodische Forschung. Die meisten dieser Forschungen wurden später widerlegt. Die meisten Menschen sagen heute nicht, unsere Hirne seien verschieden. Der Unterschied ist also nur das Geschlechtsorgan? Brüste, Haare, Größe und ein paar andere Dinge. Aber alles andere ist gleich. Gefühle, Interessen? Ja, Intelligenz, Fähigkeiten, das ist im Grunde gleich. Der meint, das sei altmodische Forschung. Die Unterschiede der Geschlechter seien nur die sichtbaren Geschlechtsmerkmale. Die ungleichen Interessen wären das Ergebnis unterschiedlicher Erwartungen an Mädchen und Jungen. Unglaublich. Unglaublich? Absolut unglaublich. Ich bin überrascht, dass jemand das sagen kann. Ich würde da die Frage stellen, woher kommen die körperlichen Unterschiede? Woher kommen die Unterschiede bei den Genitalien von Mann und Frau? Von der Evolution. Das ist sicher die Antwort der meisten Sozialwissenschaftler. Und was veranlasst diese körperlichen Unterschiede? Was ist verantwortlich für die Bildung von Hormonen, Peptiden, die alles am Laufen halten? Das menschliche Gehirn vor allem. Durch Rückmeldungsabläufe. Mir scheint die Idee seltsam, dass die Evolution mit der Fortpflanzung gearbeitet hat und dabei aber keinerlei Einfluss auf unser Gehirn gehabt hätte. Das aufwendigste Einzelorgan, das wir haben. Die Biologin Ann Campbell ist entsetzt über die These von Lorentzen und fragt, woher kommen denn die Unterschiede in den Genitalien bei Mann und Frau? Es ist das menschliche Gehirn, das aufwendigste Einzelorgan, das wir haben. Befragt nach ihren wissenschaftlichen Grundlagen, sagt die Genderbefürworterin Frau Egland, sie habe eine theoretische Basis. Darin gäbe es für sie keinen Platz für Biologie.
So sieht also die Grundlage der Genderforschung aus, auf die sich Sexualkunde-Experten berufen. Eine theoretische Annahme, in der es keinen Platz für Biologie gibt und andere sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, ob kulturelle Einflüsse oder genetische Faktoren das menschliche Verhalten bestimmen. Es bleibt also paradox. Obwohl sich ein Land auf die Fahnen geschrieben hat, die Gleichberechtigung der Geschlechter voranzutreiben und dafür die besten Voraussetzungen geschaffen hat, entwickelt es sich in der Praxis konträr zu dem gewünschten Ergebnis. Die Natur kümmert sich nicht um wissenschaftliche Erklärungen. Sie setzt sich einfach durch. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.